geht's los. Wir haben das ZHQ Beta Crit City Race und wir haben eine ganze Menge Leute, die heute hier am Start sind. Vorrangig haben wir ein Treffen aller guten oder vieler guter Skater, die sich hier heute alternativ zum Rennen in Geising treffen. Und wir werden uns das mal anschauen, live verfolgen und schauen, wie die Jungs sich schlagen im Vergleich zu den Profis, die hier natürlich auch am Start sind. Also wir sehen, wir haben hier einen aktuellen Weltmeister mit dabei, und zwar Simon Albrecht, der 2018 über die 100 Meter im Sprint Weltmeister geworden ist, hat sich hier heute auch dazu bereit erklärt, an den Start zu gehen. Dann Felix Reinl, mehrfacher Weltmeister und gerade über die Langstrecke der seit langem beste Inlineskater Deutschlands dabei. Wir haben Sebastian Mirsch dabei, auch Mitglied der Nationalmannschaft. Wir haben einige Skater, die jetzt noch so ganz kurzfristig quer eingestiegen sind. Julien Libra aus Frankreich ist dabei. Und wir werden dann in 3 Minuten starten. Ich stehe derzeit auch noch an der Startlinie, aber ich werde leider nicht mit starten können. Dafür das Rennen dementsprechend live moderieren. Also das ist auch unser erster Live-Cast. Von daher, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wenn es irgendwelche Dinge gibt, dann schreibt uns ruhig auch auf den YouTube-Channel und wir werden schauen, ob wir die Sachen lösen können. Sören, der den Livestream stellt, der ist allerdings auf dem Rad. Also von daher seht es uns nach, wenn vielleicht nicht immer alles gleich von vorne bis hinten perfekt funktioniert. So, wir schauen einfach mal, wer schon dabei ist. Also Sören Lindner haben wir dabei. Aktuell. Wir haben Felix dabei. Wir haben Simon Albrecht schon drin, Julien, Daniel Giobelli ist dabei, wir haben Victor Wilking auch mit dabei, eine ganze Menge Italiener, die jetzt hier ganz kurzfristig noch mit reingerutscht sind. Das ist das Schöne am Swiften, dass wir direkt und ganz kurzfristig man sich entscheiden kann und dann eben auch innerhalb von 10 Minuten sich melden kann, aufs Rad setzt und dann losfahren kann. Max Fröhlich ist dabei, auch ein guter Skater, Amitesh Mishra aus Indien mit dabei. Wir haben ganz viele, die sich noch gemeldet haben. Wir hoffen, dass alle dann auch den Weg zur Startlinie finden. 1 Minute ist noch Zeit und dann geht's los. Jetzt derzeit an der Startlinie 107 Teilnehmer. Und wir können dann gespannt sein. Der eine oder andere wird eventuell nicht mit losfahren, wird sich das vielleicht auch nur angucken. Aber es wird von vorne bis hinten erstmal richtig Vollgas losgehen. Wir sind jetzt hier 20 Sekunden vor dem Start. Und dann werden wir gleich hier sehen, wie die 100 Starter über die Linie fahren. Und dann geht's zackig los. Wir werden mit Sicherheit ein paar 500, 600 Watt Momente hier erleben. Jetzt ist der Start erfolgt. Ich schalte direkt mal rein, sehe 650 Watt. Bei Sören Lindner gut gestartet ist. Auch alle anderen sind hier gut weggekommen, sind kaum welche stehen geblieben. Also haben wir
einen guten Start, Jan Struwel mit dabei von den Skatern. Wir haben Felix Rein, der jetzt so im vorderen Mittelfeld fährt, auf Platz 14. Und so werden wir uns jetzt hier in der nächsten halben Stunde etwa bewegen. Davide Casadei ist noch dabei, sehe ich gerade aus Italien, auch kurzfristig mit reingekommen. Markus Pape vorne mit drin. Und das wird jetzt von Anfang an erstmal mit sehr, sehr hohen Wattzahlen sehr, sehr selektiv angegangen aus meiner Sicht. Können wir davon ausgehen. Also, was ist zu sagen? City Crit Race heißt, wir fahren auf einer 2-Kilometer-Runde. Diese 2-Kilometer-Runde wird 12-mal gefahren, insgesamt 24 Kilometer. Auf dieser 2-Kilometer-Runde befinden wir uns jetzt gerade in der einzigen erwähnenswerten Steigung. Das ist eine kleine Kopfsteinpflaster-Passage, da geht es ungefähr für 15 Sekunden berghoch und dann läuft das durch diesen Bogen aus, geht immer noch ein bisschen berghoch, aber dann eigentlich wieder flach auf die, also wieder in Richtung Start und Ziel. Jetzt ist eine kurze Flachstrecke, dann geht es über ein paar Wellen hin zum Start und Ziel. Wir sehen, dass sich das Feld hier schon ein wenig aufsplittet. Vorn geht eine Gruppe schon weg, also langgezogen, sehr, sehr hohes Tempo. Und da sind natürlich auch die Profis dabei. Wir sehen hier Bart Swings ganz vorne mit drin im Feld, der mehrfache oder vierfache Weltmeister jetzt hier gerade auf Position 4. Und wir werden dann nach der nächsten Runde schauen. Man kann es ungefähr immer mit rechnen. Also Rundenzeiten werden gefahren immer so um 2 Minuten 12, 15 bis 2 Minuten 30. 2 Minuten 15 bedeutet, wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 53 km/h. Wenn es Richtung 2 Minuten 30 geht, dann sind wir so bei, sind wir so bei 48 km/h. Ein bisschen bei 2 Minuten 40 die Runde sind wir etwa bei 43 km/h. So, wir sind weiterhin bei Bart Swings. Er ist mal vorne mit dabei. Wir schauen mal in den Livestream direkt rein. Also sehen dort ein, zwei Fahrer, versuchen sich immer vorne abzusetzen. Aber so ein größeres Feld von etwa 40, 50 Fahrern hier doch sehr dicht noch beieinander. Sie ist jetzt zurückgefallen auf Position 20. Lindner derzeit, der Sören, auf Position 34, eher eben am Ende des ersten Feldes. Da muss man schon mal ein bisschen aufpassen. Es kann ja durchaus mal sein, dass es eben dann auch vorne mal aufreißt. Kurz vor ihm sehen wir auch Felix Reinen. Er dort sich versucht, in der Mitte des Feldes zu bewegen. Die Spitze jetzt über die Kuppe und den Bogen wieder gefahren. Ja, wir sehen Bart Swings hier mit 300 Watt auslaufend im Flachbereich. Fährt dort jetzt relativ sicher im Vorderfeld. Und das ist auch eine sehr, sehr clevere Variante, dass man nicht zu weit hinten fährt und nicht zu weit vorn. Sondern dass man sich versucht, dort möglichst lange ökonomisch in diesem Feld zu bewegen. So, schauen wir mal auf die anderen Deutschen. Müssen wir schon mal ein bisschen nach hinten scrollen. Also Felix Reinen hier gerade ein bisschen mit einer kleinen Lücke zum ersten Hauptfeld, hofft natürlich da wieder reinzukommen. Derzeit auf Position 26, Sebastian Mursch direkt dahinter. Sören Lindner auch in diesem Feld. Da muss man jetzt wirklich wieder viel investieren, um nach vorne wieder reinzukommen. Und wir können uns hier dann weiterhin mal konzentrieren auf die Gruppe. Wir springen immer mal wieder durch die Felder durch. Haben jetzt wieder Sören Lindner direkt auf der Position 30 im Gesamtfeld. Das heißt ja, wir haben ja gesagt, wir fahren mit den Profis zusammen und wir schauen einfach, wie man mit dem, wie die Skater-Profis es schaffen, hier bei den Swift-Profis mitzuhalten. Die A-Kategorie ist ja die
absolut höchste Kategorie, die es gibt. Also hier sind die Leute dabei, die wirklich sehr, sehr ambitioniert auch auf dem Rad unterwegs sind. So, und dann schauen wir mal auch mal wieder zwischendrin in die Spitzengruppe. Der Bart Swings hier am besten platzierte, der Skater ganz vorne mit dabei, sicher mit dabei. Sören Lindner derzeit jetzt hier auch in der zweiten, in der dritten Gruppe auf Position 28. So, da haben wir Bart Swings kurz gesehen, also Bart Swings vorne im Hauptfeld drin, man sieht ihn jetzt dort oben auf der Map gleich durch den roten Bogen fahren. Der Abstand also zu der Gruppe um Lindner etwa 10 Sekunden inzwischen. Und es selektiert sich. Also da sind jetzt nur noch 15, 16 Fahrer zusammen in der ersten Gruppe. Man sieht also, dass dieses sehr, sehr hohe Tempo auch in der A-Gruppe seinen Tribut zollt. Bart Swings immer wieder vorn, auch aktiv hier in Führung gehend. Kann dort also scheinbar zunächst einmal mit den Profis aus dem Radsport mithalten. Aber wir haben auch erst 3 Runden geschafft und haben noch 18 weitere Kilometer. Ja, jetzt kurze Probleme gehabt. Swings wieder ins Feld gefahren, kommt jetzt auf die Zielgerade und Sören Lindner und seine Gruppe dementsprechend jetzt etwa 10 Sekunden dahinter. Auch Felix Rein jetzt in dieser Gruppe. Also das ist auch ein sehr, sehr starkes Feld. Man kann ein bisschen darauf spekulieren, dass eventuell diese Gruppe, die dort als zweites Hauptfeld ist, alle Fahrer aufsammelt, die aus der ersten Gruppe ausfallen. Dann kann man immer noch eine gute, vielleicht am Ende eine gute Top 10 oder Top 15 Platzierung erreichen. So, Bart Swings ist hier wieder vorne mit dabei. Wir können dann mal in der nächsten Runde ein bisschen schauen auf die Rundenzeiten auch. Wie gesagt, Tempo immer sehr, sehr hoch. Zur Orientierung 2 Minuten 15, 53 km/h als Durchschnittsgeschwindigkeit. Was ist noch zu sagen? Jeder, der sich mit Zwift ein bisschen auskennt, der ist das gewohnt. Man sieht die Leistungsdaten, und zwar auf Watt pro Kilogramm umgerechnet. Das heißt also immer individuell aufs eigene Körpergewicht. Bart Swings hat dort jetzt immer Werte ungefähr 5 bis 6, manchmal auch ein bisschen drüber. Das sind also die realistischen Leistungswerte, die man hat. Je höher die sind, desto schneller fährt man natürlich. Je mehr Gewicht man hat, desto mehr Watt muss man natürlich auch treten, um dann eben auf die gleichen Geschwindigkeiten zu kommen. So versucht man das dann eben auch sehr realistisch darzustellen, was die Leistung in diesem auf dieser Online-Plattform dann eben darzustellen oder zu vergleichen ist. So, Swings jetzt hier am Ende des Feldes auf des ersten Hauptfeldes. Das größere zweite Hauptfeld hat sich jetzt so ein bisschen gebildet. Da sind alle deutschen Skater dabei. Reinen ist dabei, Mirsch Lindner sehe ich da, Markus Pape auch ebenfalls noch mit in der Gruppe, beziehungsweise in der nächsten Gruppe dann direkt dahinter. So, wir schauen mal, die erste Gruppe kommt jetzt wieder durch Start und Ziel, Rundenzeiten derzeit bei 2 Minuten 20, also ungefähr 51 km/h. Für die Runde jetzt 2 Minuten 18, 2 Minuten 16, also jetzt doch mal nochmal eine Ecke schneller geworden. Und man sieht dort wirklich, dass sich das Stück für Stück selektiert. Bart Swings jetzt wieder hinten am Feld dran und jetzt der Abstand doch zur zweiten Gruppe schon erheblich. Etwa 23 Sekunden. So, 4 Runden haben wir geschafft. 15,5 Kilometer sind es noch. Wir sehen,
immer sehr, sehr viel Bewegung im Feld. Aber bislang für Bartswings dort vorne keine Probleme zu folgen. Immer mal wieder sieht man, dass es sein allererstes Swift-Rennen ist. Fährt mit Sicherheit derzeit auch sehr viel auf der Radrolle. Aber es ist natürlich schon eine andere Sache, wie hart muss ich reindrücken, um in diesem Feld zu bleiben. Wie effektiv kann ich fahren? Also wenn jemand sehr oft weit vorne ist, dann wieder weit hinten ist, dann merkt man, dass das eben noch so ein bisschen an Feinjustierung braucht, um Gefühl dafür zu bekommen, wie schaffe ich es dann in dieser Gruppe dann auch gut zu fahren. Aber bislang, trotzdem hält er sich sehr, sehr souverän und bleibt da in der Spitzengruppe mit dabei. So, wir schalten kurz auf die zweite Gruppe. Sören Lindner dabei, Sebastian Lösch dabei, also wir sind jetzt auch hier auf dem Wasser. Die erste Gruppe deutlich weg und sollte jetzt wahrscheinlich versuchen, wirklich in dieser Gruppe möglichst effektiv und ökonomisch zu fahren und dann auf Platzierung zu gehen und zu hoffen, dass eventuell noch ein paar aus der ersten Gruppe da herausfallen. So, jetzt geht es darum, Kilometer machen, effektiv im Feld fahren und hoffen, dass man effektiv wirklich dabei bleiben kann. So, wen sehen wir von den Skatern noch vorn? Im ersten Hauptfeld sehe ich Davide Casadei. Ist in jedem Fall einer, der auch vom Skaten ja einen Namen hat. So, die zweite Gruppe kommt wieder zum Start und Ziel. Erste Gruppe schon wieder im Bereich der S-Kurve, hat also schon eine ganze Ecke wieder hinter sich gelassen und fährt jetzt gleich wieder in Richtung der Kopfsteinpflaster-Passage. Eine Rechtskurve, zwei Linkskurven, rechts, links. Also es geht hier immer ruckzuck um die Runde herum. Und im Ziel haben wir dann die Hälfte der Strecke geschafft. So, Swings jetzt in der Kopfsteinpflasterpassage. Platz 15 derzeit. Also jetzt langsam richtet er sich ein. Fährt nicht mehr zu oft nach vorne, nach hinten, sondern bleibt eigentlich immer relativ stabil auf seiner Position. Man sieht eben, dass es doch einen sehr großen Lerneffekt hat, da immer wieder die gleiche Strecke zu fahren. Wir haben jetzt allerdings hier auch eine Tempoverschärfung drin, also da muss man wieder richtig hart hinterherfahren. Deswegen ist mit einem kleinen Loch, schafft es aber, es die Lücke zu schließen und scheint auch in der ersten Gruppe dabei zu bleiben. Felix Rein jetzt hier in der Kopfsteinpflasterpassage. Die Gruppe relativ stabil jetzt dabei. Wir können auch sehen, Sören Lindner hat sogar seinen Puls hier freigeschaltet. Wir sehen also 156 im Puls. Der ist da noch nicht ganz am Limit, aber ist schon trotzdem sehr beeindruckend. So, die Hauptgruppe wieder auf dem Weg zu Start und Ziel. Kommen jetzt hier über die Ziellinie. Bartswings auf der 14. Position, also inmitten der ganzen Radprofis. Wieder eine Rundenzeit um 2 Minuten 20, also stabil, hohes Tempo. Bis dahin. So, die Gruppe aus um Sören Lindner, Felix Rein wird auch langsam ein bisschen kleiner. Sebastian Mösch noch mit dabei. Also derzeit relativ stabil. Abstand ca. 30 Sekunden bis zur Spitze. Also keine Chance mehr, dort wieder heranzukommen. Das ist auch die Sonne der Natur der Dinge, dass diese Gruppe mit den stärksten 14-15 Karern da natürlich auch vorne dabei bleibt. Wir können mal schauen. Also es sieht so aus, als hätten sich dort in der Führungsgruppe ein, zwei
Fahrer absetzen können. Derzeit in Führung Roger aus Frankreich. Und auf der zweiten Position ein Schweizer Fahrer. Aber dahinter kommt dann die Gruppe wieder ran und wir sehen Bartlings weiterhin dort im Anschluss oder mit Anschluss an die erste Hauptgruppe. So, im Ziel sind wir dann bei 10 Kilometern, noch 5 Runden. War zumindest jetzt hier mal auch auf dem Livestream kurz gewesen. Wir sehen also, die sind jetzt wieder in den Wellen und die Gruppe verkleinert sich kontinuierlich. Zumindest jetzt hier auf der 10., 12., 13. Position am Ende des ersten Hauptfeldes. Da immer wieder zu tun, vielleicht hohe Frequenzen, 110, 115. Umdrehung pro Minute, oftmals in den 200er Watt Bereichen, in den 500er Watt Bereichen. Ich kämpfe da jetzt hier um den Anschluss an die Gruppe. Jetzt ein bisschen Probleme. 500 Watt, mit der dort rankommt. Aber es scheint so, als würde er da jetzt aussteigen aus der ganzen Geschichte. Lässt die Gruppe ziehen. Kann natürlich sein, dass er ein Problem gab, dass er irgendwo materialmäßig eine kleine Ecke drin hatte. Schade, jetzt also war Zwings aus der Gruppe herausgefallen. Fährt nur noch ganz locker weiter. Und kann natürlich sein, dass er dann auch sagt, er beendet das Rennen hier. Vielleicht wartet er auch auf die andere Gruppe. Schauen wir einfach mal. So, Felix rein in, und die Gruppe jetzt wieder im Zielbogen. Das heißt also etwa noch 20 Sekunden hinter Bartlings. Der fährt jetzt hier ganz locker. Mal gucken, ob er jetzt dann nochmal Gas gibt, wenn die anderen in die Nähe kommen und sich in diese Gruppe mit einordnet. Wäre natürlich interessant mal zu hören, was er dazu sagt. Also es war natürlich immer ein Limit, immer am Limit. So, wir sehen Bartlings hier ganz locker rollen und auch fast stehen bleiben, sodass ich nicht davon ausgehe, dass er nochmal weiterfährt. Es wäre natürlich schade, wenn er da aufgrund eines Defektes oder so ausfällt. Jetzt kommt gleich die Gruppe an ihm vorbei. Ja, Bartlings ausgestiegen aus diesem Rennen. Dann konzentrieren wir uns mal weiter auf die Gruppe um Sören Lindner und Felix Weinen. Viele schon hier an diesem harten Tempo-Tribut zollen müssen. Kilometer noch. So, wir sind gerade ein bisschen eine merkwürdige Situation. Es fahren jetzt plötzlich auch wieder Fahrradfahrer außerhalb oder beziehungsweise entgegengesetzt. Das
zeigt uns gerade, dass wir hier ein kleines Problem haben, dass aus irgendeinem Grund der Stream bzw. Sören rausgeschmissen wurde und wir natürlich jetzt unseren Stream nicht mehr fahren können. Wir sehen, Sören fährt hier noch seine Kilometer und er hat auch eigentlich noch die Runden draufstehen. Aber aus irgendeinem Grund sind die Fahrer, die sonst nicht mehr sichtbar sind, wenn man in einem Rennen ist, plötzlich hier mit dabei. Kann natürlich sein, dass es ein technisches Problem bei Swift gab. Wir wissen es derzeit nicht. Ich komme auch derzeit nicht an diverse andere Fahrer, die im Rennen sind, ran. Nein, kann ich nicht. Ich habe keine Rennen mehr. In dem Moment, wo Bart Swings aufgehört hat, ist mein Bild rausgeflogen. Kann hier nochmal gucken. Doch, ich bin jetzt hier zurück im Rennen. Ich sehe jetzt Casadei noch. Der ist mit der ersten Gruppe. Sehe, dass Jan Struve 15 Kilometer weg hat. Wie bitte? Nee, das kann ich nicht, weil ich nicht mit dem iPad drin bin. Also ich bin mit zwei iPads drin. Aber ich kann es noch kommentieren. Also ich sehe, dass Markus Pape und Viktor Wildling in einer Gruppe sind zusammen. Hier 16 Kilometer jetzt gefahren haben. Ich sehe auch, dass Sören Lindner hier noch drin ist. Bei mir bist du noch offiziell im Rennen. Auf Position 29. Ja, bist etwa 53 Sekunden hinter Felix rein. Jetzt kommen wir langsam mal wieder in diese ganze Geschichte rein. Felix ist noch im zweiten Feld mit dabei, so wie ich es gesagt habe. Wir schauen mal, ob wir noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Das wird schwer, so wie es aussieht. Wir haben hier den Anrush Mishra aus Indien, der fährt gerade auf Position 70, hat also auch schon ein bisschen aufgesteckt. Jetzt sind wir wieder hier in der ersten Gruppe mit dabei. Der Roger aus Frankreich fährt hier vorne weg. Wir werden jetzt in Kürze dann die Gruppe um Viktor Wildling überrunden. Damit werden die nochmal vielleicht in den Genuss etwas Windschatten kommen. Schauen wir in diese Gruppe rein. Also viele Italiener dabei, Casadei dabei, Belgier noch dabei, De Brüss. Und ja, dann machen wir einfach ein bisschen Radio, kein Problem. Wir sehen, die Gruppe besteht ungefähr noch aus 15 Leuten, die erste Hauptgruppe, haben jetzt also noch zwei Runden zu fahren. Viktor Wildling, die Gruppe um ihn wird jetzt dann in Kürze eingeholt. Und das Tempo ist immer noch um die 50 km/h herum. Also da geht schon noch eine ganze Menge. Man sieht Sören Lindner derzeit deutlich langsamer mit 38 km/h unterwegs, aber so oder so die Jungs machen ihren tollen Job. Also wie gesagt, jetzt kommt der Zusammenschluss der Gruppe und wir schauen mal, ob wir eventuell die vordere Gruppe jetzt nochmal ein bisschen Windschatten genießen kann. Ah, ich kann Folgendes machen. Fällt mir gerade so ein. Und damit ihr das ein bisschen live miterleben könnt, stellen wir die Kamera um. Wir stellen auf duale Kamera.
So. Und dann versuchen wir das mal hier so ein bisschen einzuordnen. So, dass ihr die Sachen seht, die ich moderiere. Also, wir schauen aufs Rennen. Fünfter Platz, zwei Runden noch. Ich glaube, jetzt sind es noch im Ziel, noch eine Runde zu fahren. Wir sehen gerade den Kollegen The Boys. Können allerdings auch nochmal nach vorne schalten, ein bisschen weiter. Ganz interessant jetzt eigentlich in der Situation. Diese Gruppe, wir sehen alle noch dicht beieinander. Wir haben jetzt noch genau eine Runde zu fahren. Und entscheidend ist jetzt, oder wird jetzt sein, wo und wann kommt der entscheidende Angriff. Also oftmals doch die Situation, die, dass man hier versucht, auf der Kopfsteinpflasterpassage entscheidend wegzukommen. Und so wird es am Ende dann mit Sicherheit auch sein, dass man hier jetzt in circa 20, 25 Sekunden den definitiven Anstieg oder Antritt machen möchte. Roger jetzt hier vorne weg mit 8,6 Watt pro Kilogramm versucht hier alles, um sich von der Spitzengruppe zu entfernen. Er ist hier der Führende, auch wenn da steht Position 3, ist er derjenige, der als Führender in diesem Feld zu sehen ist. Man sieht sehr hohe Frequenz. Versucht sich ja von diesem Feld zu lösen. Jetzt kommen wir zur Kopfsteinpflasterpassage. Da werden die anderen nochmal angreifen, versuchen da wegzukommen. Kasadai hier mit 9 Watt pro Kilogramm versucht jetzt hier ganz massiv nach vorne zu kommen. Roger hier mit 500 Watt drüber gefahren über die Passage. Loch ist fast geschlossen. The Boys 10 Watt jetzt hier im Angriff, versucht jetzt hier vorbeizukommen, setzt sich auch an die Spitze. Fährt jetzt an Roger vorbei, der versucht nochmal hinterher zu gehen. Aber es sind natürlich bei allen jetzt hier die roten Lampen an. Die drei werden das wahrscheinlich unter sich ausmachen. Immer noch gut dabei. Jetzt der U-Turn und dann nur noch 10, 15 Sekunden jetzt insgesamt. Der Antritt von The Boys, 11 Watt pro Kilogramm. Hier sehr, sehr hart im Antritt. Und wer gewinnt das Rennen? Es sieht nach Cartwright aus. Also, im Ziel jetzt am Ende Cartwright vor Fumagelli und The Boys. Ja, also wir haben es zumindest jetzt erstmal noch im Ergebnis zu Ende bringen können. Das ist ganz gut. Für unseren ersten Test bedeutet das natürlich, dass wir natürlich auch noch ein bisschen lernen müssen. Swift ist auch nicht unbedingt immer so stabil, dass wir es schaffen, den Livestream komplett über die Bühne zu kriegen, aber wir haben einen Ziellauf gesehen, wir haben einen sehr, sehr interessanten Anfang gesehen, wir haben Bart Swings gesehen, der lange Zeit gut mitfahren konnte, aber dann scheinbar irgendwelche Probleme hatte und nicht weiterfahren konnte, was natürlich sehr, sehr schade ist, aber es gibt uns so ein bisschen Hoffnung für morgen, dass wir die Probleme, die es jetzt gab, so ein bisschen besser noch rein lösen können und morgen für Innsbruck dann ein bisschen größere Runde, weniger Überrundungen, vielleicht auch weniger Möglichkeiten des Systems, eben Fehler zu machen und mit Innsbruck wirklich ein super interessanter Kurs mit einem sehr, sehr langen, harten Anstieg und mit einer, wie ich finde, der schönste City-Kurs, um so ein Rennen dann auch zu gestalten. Gut, das war's von mir. Ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Wir sehen hier den Sieger noch, beziehungsweise den drittplatzierten The Boys. Und damit verabschieden wir uns heute erstmal. Und wir gucken uns das alles an, schauen, was wir noch verbessern können. Und dann geht's hoffentlich
nächsten, also morgen dann weiter im Programm.